Rogars Schicksal liegt in eurer Hand. Ihr werdet Jarl Idgrot den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Haben wir uns verstanden? Aber sicher. Dann geht bitte euren Geschäften nach. Ja? Hm? In der großes Haus. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Ich habe Mutters Gabe nicht ganz, aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Das stimmt mit Jorik nicht. Mein Bruder ist sensibel. Er kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren. Wir haben ihn zum Tempel von Kynaret in Weißlauf gebracht, um ihn von den Heilern untersuchen zu lassen, und sie sagen, er sei völlig gesund. Seid ihr unterwegs nach Weißlauf? Könnt ihr diesen Brief für die Priesterin Danica Reinequelle mitnehmen? Es ist eine Notiz über Joriks Gesundheit. Würde gern helfen. Ich danke euch. Ich gehe dann mal wieder. Ist auch wieder das. Ja, gut, das machen wir aber später. Gut, dann, dann gehe ich mal wieder meinen Ermittlungen nach. Oder fange mit den Ermittlungen an. Besser gesagt. Wo war ich denn da? Hey, ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Was ist mit dem abgebrannten Haus? Es bringt Unglück, über diesen Ort zu reden. Sicher. Der Jarl sucht jemanden, der nicht so abergläubisch ist, aber meiner Meinung nach sucht er jemanden, der komplett verrückt ist. Na, vielen Dank, dann bin ich das wohl. Bis zum nächsten Mal. Passt schon. Was soll mir hier schon passieren? Wer ist da? Seid ihr das, Vater? Was zum Teufel? Wer seid ihr? Helgi. Aber Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden reden darf. Seid ihr ein Fremder? Ja. Nein, ich bin ein Freund. Wisst ihr, was mit eurem Haus geschehen ist? Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte solche Angst. Also habe ich mich versteckt. Dann wurde es kalt und dunkel. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber ich bin allein. Wollt ihr mit mir spielen? Ich will euch spielen, sagt ihr mir dann, was wer das Feuer gelegt hat? Gut, spielen wir Verstecken. Wenn ihr mich findet, verrate ich es euch. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Die andere spielt auch mit und sie darf vorher nicht rauskommen. Die andere? Wovon redet ihr? Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Zehn, dann haben wir 20, dann haben wir 24, gut. Warten wir mal kurz, bis wir 24 haben. 0 Uhr. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Weiß ja nicht mal, wie weit die sich nun verstecken. Wenn ich da wegrenne, kommt irgendwann die Quest wieder. Oh, na, ganz toll. Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört.
Wenn ihr etwas mit dem Jan zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Der beste Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Mhm. Muss er sie finden. Mut, ich habe Valion gefragt, ob ich eines Tages bei dir... Unschuldig oder nicht? Helgis Geist hat mich gebeten, sie zu finden. Die Welt der Geister zeigt sich hier besonders stark. Sucht auf dem Friedhof. Dort werdet ihr sie finden. Okay. Dann suchen wir sie auf dem Friedhof. Rogas Schicksal liegt in eurer Hand. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Will ich so einfach mit den Schlössern herumspielen? Sehe ich so aus? Nein, will ich nicht. Hab bestimmt... Habt ihr Lilek gesehen? Habt ihr meine Frau gesehen? Habt ihr Lilek gesehen? Habt ihr meine Frau gesehen? Habt ihr Lilek gesehen? Okay. Habt ihr meine Frau gesehen? Habt ihr Lilek gesehen? Habt ihr meine Frau gesehen? Und es geht immer so weiter, oder was? Okay. Lass dich mal machen. Hey. Hier. Vampirfrau? Hier? Überrascht. Wirklich. Ihr habt mich gefunden? Lilette hat mich auch gesucht, aber ich bin froh, dass ihr mich zuerst gefunden habt. Man hat Lilette gesagt, dass sie meine Mami und mich verbrennen soll, aber sie wollte nicht. Sie wollte mit mir spielen. Immer und ewig mit mir spielen. Sie hat mich auf den Hals geküsst und mir wurde so kalt, dass das Feuer mir nicht einmal mehr wehgetan hat. Lilette hat geglaubt, dass sie mich behalten kann, aber das geht nicht. Ich bin ganz verbrannt. Ich bin müde. Ich werde jetzt eine Weile schlafen. Sie ist ein Vampir. Warte mal, Junge. Sie ist tot. Lilette ist tot. Was könnt ihr mir über eure Frau erzählen? Lilette? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilette. Ist euch etwas selbst aufgefallen, bevor sie gegangen ist? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht. Obwohl sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Sie haben sich vielleicht doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch... bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lilette ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Ja, wir werden sehen, mein Freund, wir werden sehen. Wir müssen das aber
natürlich müssen wir das Ding haben. Es wunderte mich auch eben, als der Vampir Magie, Alter, mein Vampire. Ja, na gut. Mit Vampiren scheinen wir tatsächlich ein sehr großes Problem zu haben. Und das uns auch noch kümmern müssen. Wir müssen auch noch um Alduin kümmern. Das heißt ja noch einiges hier zu tun. Aber erst ein bisschen die Menschen retten. Die Menschen helfen so ein bisschen. Wir haben noch so einiges hier zu tun hier in Skyrim. Ja, auf. Wenn der Schuss auch mal aufgeben würde, wäre es gar kein Problem dann. Was hat er denn? Oh ja, ist ja gut, du Scheißschloss. Mal aufgehen. Ich hasse dieses Klack manchmal nicht. Bevor wir speichern, warten wir mal. Ich lasse nicht zu, dass hier Alva wehtut. Ins Maul. Na, was willst du? Das lässt du schön bleiben. Kann er mit dir kommen, oder? Nein. Ich mal ganz hart, du hast einen Schlüssel, oder? Für dieses Haus, ja. Tut mir leid, mein Freund. Unsterbliches Blut. Mädchenkleid. Hey, jetzt können wir da Kleinen gleich mitbringen. So. Okay, wie sind das? 2, 4, 6, 8. Na gut, das können wir ja mal durchlesen. Mein Leben ist trist. Wo ist der Prinz, der mich errettet? Was ist der tapfere Nordkrieger, der mein Herz im Sturm erobert? Ich traf gestern einen Mann, als ich Nachtblumen pflückte. Er ist aufregend und exotisch. Wir küssten uns im Mondschein. Es war so romantisch. Ich werde ihn heute Nacht wiedersehen. Jetzt verstehe ich die wahren Farben der Nacht. Movat hat mir das wahre Schwarz der Nacht gezeigt und das wahre Rot des Blutes. Er versprach mir einen Fistschmaus des Blutes, wenn ich ihn in Mordel zu Willen bin. Es war nicht schwer, Hroga zu erführen. Movat sagte, ich solle mir zunächst einen Beschützer suchen. Jemanden, der tagsüber auf meinen Sarg aufpasst. Hroga ist perfekt. Heute Nacht hat Lalette mich besucht. Sie löschte meinen Durst. Ich halte sie versteckt, um die zu meiner Dienerin heranzuziehen. Ich habe in der Stadt das Gerücht gestreut, dass sie fortgegangen sei, um in den Krieg zu ziehen. Diese Schwachköpfe. Movat hat mir einen großen Plan, verraten. Ich soll die Wachen der Reihe nach verführen und sie zu meinen Sklaven machen. Dann könne er und die anderen aus dem Zirkel über Moval herfallen und die gesamte Stadt einnehmen. Wir werden sie nicht töten, sie werden das Vieh sein, das unseren Durst stillt. Ein endloser Blutvorrat, die ganze Stadt, um uns vor der verfluchten Donner zu beschützen. Hogars Familie wird langsam lästig. Ich habe Lalette gesagt, sie solle sie alle töten, aber es aber wie ein Unfall aussehen lassen. Hogar muss als unschuldig gelten, wenn er mein Beschützer sein will. Dann soll. Der kleine Dumpfkopf. Lalette hat Hrogas Familie lebendig verbrannt. Ich hätte sie um einen Unfall gebeten und sie bescherte mir einen Skandal. Und um alles noch schlimmer zu machen, hat sie versucht, das kleine Mädchen zu verwandeln. Helgi. Aber noch nicht einmal das hat sie hinbekommen.
selbst mit ihm getötet und die Leiche in den Flammen überlassen. Irgendwas stimmt nicht mit Lalette. Sie redet ständig über Helgi. Ich glaube, sie hat den Verstand verloren. Scheint zu glauben, dass man das Kind immer noch zurückbringen könne, um ihr Gesellschaft zu leisten. Ein Freundling ist der Stadt und stellt Nachforschungen über das Feuer an. Ich werde auf der Hut sein müssen. Lass mich mit. Jetzt sind wir keine mitbekommen, mein kleiner Mord hier. Hallo. Wenn der gefunden wird. Wenn's wird, keiner mitbekommen. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Ich habe Alvas Tagebuch. Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Hier, euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movard, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Movards Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Dann gehe ich mal. Okay. Na gut. Wenn Sie meinen. Sie ist tot. Lilith ist tot. Wollt ihr mir helfen, den Vampir zu töten? Ich will Rache für meine Frau. Ist ja gut. Rache für Lilith. Wir marschieren zu Movards Lager. Ob ihr nun mitkommt oder nicht. Ist ja gut, ich hab ja gar nicht schon gesagt, dass ich nicht mitkomme, Mensch. Der Kaiser von Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Wahrhaft, sehr finstere Zeiten. Ja, ihr habt so ausgesehen, als wird ihr etwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Okay, können wir uns später unterhalten. Los geht's. Na gut. Na gut, dann können wir jetzt immer gegen einen Vampir kämpfen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Haben wir schon mal gemacht, aber ich glaube schon ein bisschen her. Okay, glaube ich gegen keinen Meister-Vampir. Ja, hier ist das Lager. Okay. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ich würde Murtal verlassen, wenn ich könnte. Dieser verdammte Krieg hat uns... mir alles genommen. Muss ich allein ins Vampirlager einfordern? Feige sein. Ich bin es nicht. Ich werde euch begleiten. Sehr gut. Ihr seid ein tapferer Mann. Gehen wir. Geht ihr voran. Gut. Ah, das wird jetzt hässlich. Steckt den Laden nicht in Brand, klar? Was? Okay, haben wir so random in das sagen. Aber erst haben wir. Das ist ein Spinn. Wenn du damit schon ein Problem hast, dann weiß ich nicht, ob Vampir für dich der richtige Feind ist.
Das waren Spinnen. Wenn du damit schon Probleme hast, weiß ich nicht, ob du dafür berufen bist, den anderen zu killen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Spinnen sind wohl nicht ein Problem. Vampirdiener. Ey, weg mit dem. Gerne hast du sowieso wahrscheinlich nochmal zu Weißlauf. Talos Segen und so ein Kack, ey. Da hab ich echt keinen Bock. Weil hier gibt's nur zwei Wege. Nö. Der eine Weg. Beim der Vampire. Theoretisch müssten wir zu Dämmerwacht, Alter. Und den treiben, dass sie am Ende setzen, aber noch nicht. Noch ist nicht die Zeit. Sieht aus, als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Was war das? Ich hab ein bisschen Gold, hä? Willst du es haben? Komm, kämpf drum. Wo kannst du mein Gold haben? Wenn du kämpfen kannst. Vampir-Diener, mal Vampir-Diener sind keine Vampire, oder? Sind. Ach, die habt den da gemacht. Danke sehr. Danke sehr, Alter. Ich bin bloß ganz mal aufwendig, auf einmal anzuschleichen. Ich würde Mordor verlassen, wenn ich könnte. Ja, ich weiß. Na gut, ich kenne ganz ehrlich, ob der mitkommt oder nicht, ist mir. Ist da jemand drüben? Hallo? Morkart. Morkart, Morpher. Dann weg ihn hier weg. Keine Spur von ihnen. Weißt du, und wie er sich genannt? Ein Meister? Der war ein Meister? Dieser Idiot? War ein Vampirmeister? Wird es heiß hier oder liegt das nur an mir? Alba. Ihr gehört mir. Ich gehöre euch, okay. Wo ist denn hier zum Schon bald wird euer Ich schätze, jetzt ist alles klar. Ich würde auch sagen. Da war noch ein letzter Vampir mega, okay. Okay. Kann ich mal, willst du nicht mitkommen? Auf einen Drink? Nee. Okay. Gut, hier ist nichts mehr, das war's dann. Ja, hier abgeschlossen, ne? Ja. Oder ist hier noch was? Nö, dort nicht, da ist noch was. Wenn man hier reingeht. Das stimmt hier nicht. Irgendwas. Da seid ihr ja. Ah, ne, also es gibt Vampir-Diener und diese anderen. Vampir-Diener scheint wohl tatsächlich normale zu sein. Ja, ich hab noch nie daneben geschossen. Daneben geballert habe ich noch nie, also bei dem Angriff noch nie. Okay, Vampir-Diener scheint doch jemand anderes zu sein. Da müsste reichen. Als, wusste ich nicht. Aber Vampir-Diener scheint wohl die zu sein, die nur Vampire die dienen, aber noch menschlich sind. Okay. Ich kann euch nicht. Besser. Oh, weil wir ordentlich Geld bekommen. Geil. Mich recht überlege. Muss ja ein bisschen Geld sammeln. Muss ja noch was. Muss ja wieder was bezahlen. Und Scheibliches Blut hatten wir schon mal. Geißel des Grauen, okay.
Na gut. Gehen, so würde ich sagen. Gehen wir. Unser Auftrag ist damit erledigt. Dann müssen wir danach mal nach Weißlauf kurz und... Naja, mal ganz kurz. Ja, unser Gift bekommen die unter den Siegen entfernen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ganz bestimmt. Ach, die lieber. Ganz bestimmt. Mutter ruft nach mir. Zeit für mich zu schlafen. Hab euch und... Ich bin so müde. Danke, dass sie sich jetzt besser fühlt. Ich hab euch und eure Mutter gerecht. Okay. So, wir haben es geschafft. Holen Kästchen noch kurz das Geld und dann haben wir wieder alles gut. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Der Vampirmeister. Wenige haben ihre Augen offen. Morwart ist tot. Bei den acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das Gold ist, danke.